grosse Töpfe lackieren und beschriften. Das ist die Leidenschaft von Rolf Drachsel. In seinem Karosseriebetrieb geht er auf die Extrawünsche seiner Kunden ein und hat so schon viele Bikebesitzer glücklich gemacht. Rolf Drachsel hat seit 14 Jahren ein eigenes Geschäft in Muri bei Bern. Von Karosseriearbeiten bis zu gestalterischen Spritzarbeiten erledigt sein achtköpfiges Team alles Mögliche. Vor 20 Jahren erhält er einen außergewöhnlichen Auftrag von seinem Freund Hans-Peter Gehrig. Und er ist zu mir gekommen mit dem Tank und gesagt, du spritzt da Jesus is Lord drauf. Nachher habe ich gedacht, ja, ist noch krass. Zu dieser Zeit war man eigentlich noch ein bisschen verklemmt und nicht so offen für so Zeugs. Und ich bin auch belächelt worden von meinen Kollegen, was hast du jetzt da drauf spritzt? Jesus is Lord. Auch Rolf stand früher dem christlichen Glauben skeptisch gegenüber. Mein Pfarrer wollte mich nicht konfirmieren, weil ich dann zumal relativ lange Haare hatte. Als ich die Bibel eingefasst habe mit dem Alice Cooper, das hat ihm auch nicht so gefallen. Ich habe ihm dann gesagt, ja, dann halt. Ich kann so machen ohne. Zu dieser Zeit war ich halt schon ein wilder gewesen, vielleicht für andere. Und nicht so ins Schema reingepasst. Rolf geht 1988 nach Saudi-Arabien. Er verdient dort sein Geld mit Lackieren und Spritzen. Er bereist das Land und ist fasziniert von der Schönheit der Natur. Wenn du irgendwo zu höchst auf einem Berg oben bist oder irgendwo am Meer, wo es Ruhe hat. Ich persönlich habe in Saudi-Arabien am Meer so die Ruhe gehabt und ich habe so gespürt, wie Gott eins zu eins zu mir redet und sagt, Mandli, jetzt musst du einfach umkehren. So kannst du nicht mehr miterleben. Und ich habe das dann auch gemacht. Ich habe wirklich umgekehrt. Ich bin eigentlich Christ geworden in einem Islamland. Ich habe eigentlich die Bibel verlesen dort wieder, habe den Koran studiert und einfach gemerkt, es gibt eigentlich nichts anderes als der christliche Glaube für mich. Die Beziehung mit Gott ist für mich das Wichtigste geworden. Religion ist für mich nicht so cool. Aber einfach die Beziehung mit Gott. Es hat manche Story gegeben, wo ich gemerkt habe, Gott ist bei mir. Wo ich gespürt habe, ich kann es nicht wie erklären, aber ich habe einfach gemerkt, da ist jemand da. Ich bin x-mal, bin ich sehr vom Tod neben vorbei. Mal eines wollten sie mir die Hand abhacken, wegen dem Kreuz, das ich hier auf der Arm habe. Und dort bin ich einfach extrem bewahrt worden. Ich bin davon gekommen und ich musste sagen, jetzt, ich kann nicht mehr sagen, Gott gibt es nicht. Das Bibellesen ist für mich ganz wichtig geworden. Ich bin nicht ein Leser, überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich da lese, in diesem Buch, ich verstehe viele Sachen nicht. Aber wenn ich das zwei, dreimal lese, gibt es Sachen, die man versteht. Und ich habe einfach gemerkt, dass das für mich wichtig geworden ist. Das ist wie ein Manual für einen Dörf. Du musst irgendwie musst einen Wegweiser haben, oder weißt, was durchgeht, und wie du an diesem Dörf schraubst. Hans-Peter und Rolf hätten nie gedacht, dass ihr bemalter Tank auf die Titelseite einer Bibel kommt. Da hat es auch mehr drin. Ja, super. Voilà. Siehst du, kann man die hierher tun. So. Es war einfach genau das richtige Motiv, das zu dem Cover von der Biker-Bibel hat passt. Ja. Hans-Peter gehört zu den Herausgebern der Biker-Bibel. Ja, 2001 ist die erste Ausgabe in Schwedisch und in Deutsch rausgekommen. Die Biker-Bibel, das ist eigentlich die Vision von uns, dass wir die in Europa, in jedes Land, mit jeder Sprache bringen können. Jetzt haben wir eine Millionengrenze überschritten und in 23 Sprachen sind die jetzt geschrieben worden. An der Biker-Bibel sind speziell eigentlich die Lebensberichte und in der Mitte ist das Neue Testament, auch von allen christlichen Clubs. Es sind Adressen drin, von ganz Europa. Auch ein Lebensbericht von Hans-Peter Gehrig ist in der Biker-Bibel abgedruckt. Rolf benutzt die Bibel in ganz konkreten Situationen im Alltag. Es hat mal eine Zeit in meinem Leben, als ich herausgefordert war mit den Erbsachen und so. Und dort hatte ich Anspruch für etwas.
In der Bibel haben wir ein Wort bekommen, das drin heisst, du musst nicht kämpfen, ich kämpfe für dich. Und das hat mich, ich konnte das dann loslassen. Und das hat mich erstens mal wahnsinnig frei gemacht. Und später habe ich gemerkt, dass ich einfach ein riesen Segen habe über das bekommen. Kurz darauf, aber, nachdem dass ich mich entschieden habe, das Ganze loszulassen und ein Herz zu übergeben, es sind Sachen passiert, wo ich einfach gemerkt habe, wow, das ist ein Geschäft bekommen und das Geschäft läuft heute und wir sind eine coole Truppe hier. Ich habe einen Fötzel, so ein A4-Blatt von ihr genommen und habe gesagt, ja, lieber Gott, jetzt, ich habe einfach ein paar Wünsche, die ich aufgeschrieben habe. Und das waren nicht kleine Wünsche, also eben grosse Spritzkabinen. Und mein Wunsch ist, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten kann, die vielleicht nie eine Arbeitsstelle bekommen. Das ist so etwas, was ich vom Herzen habe. Zuerst hatte ich riesen Zweifel, ja. Aber als du dann das eine und das andere hat sich bewahrheit, habe ich gemerkt, wow, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, jetzt kommt es gut. Das ist eine Lastwagen-Spritzkabine. Das ist absolut mein Wunsch, der erfüllt wurde. In dieser Kabine können wir mit Garen machen und Lastwagen, wo alles ein grosses Zeug ist. Hans-Peter und Rolf haben immer Biker-Bibeln zum Verteilen dabei. Diese Bibel ist beliebt, auch dort, wo man es nicht erwartet. Wir haben 20'000 polnische Biker-Bibeln gedruckt, die in Gefängnisse gehen. Und hier bei einem Gefängnis ist ein Direktor, der dagegen war, dass man die Bibeln dort Insassen verteilen und weitergeben. Und nachher haben die Insassen selber sich aufgemacht, haben einen Anwalt gesucht und ihr ein Recht eingefordert, dass sie die Biker-Bibeln bekommen. Und tatsächlich haben sie Recht bekommen und der Direktor musste das zugestehen, dass sie die Bibeln bekommen.